Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange Before the Storm. Wir müssen in das Büro des Vaters einbrechen, irgendwie. 0722 war der Dings, ne? Der Coach? Ich glaube schon. Okay, das müssen wir uns gar nicht merken. Alles klar. Wenn ich so sitze, das sieht so komisch aus, aber ich habe halt hier unten meinen Controller in der Hand. Merke ich gerade. Sieht voll komisch aus. Komplett angewinkelt. Ah, eine Schneekugel. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Komm, schüttel. Okay. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Ja. Vaterpreis. As dad. That stuff is all politics anyway. Okay, das untersuchen wir gleich. Arcadia Bay's least wanted. Polizeibehörde Arcadia Bay, Anzeigerstattung, Klagenummer 3888, Art der Klage, Tätigkeit. Zuständiger Beamter, Sergeant Alex Keller, Abzeichnungsnummer, Damon Merrick, oh, Alter 31. Männlich, 1,83 groß, 82 Kilo, Haarfarbe braun, Augenfarbe auch braun. Ethnische Zugehörigkeit, kaukasisch, hispanisch, afroamerikanisch, amerikanischer Ureinwohner, asiatisch. Achso, kaukasisch ist angekreuzt, okay. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt. Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. 22:15 Uhr. 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk. Okay. Anschuldigungen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Alles klar. Alles klar. Oh. Was geht? What do we have here? Einiges Zeug. Check the computer or some of those files laying around. Okay, erstmal Computer anschauen, alles klar. Okay, die Akte. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Pike. Sagt mir irgendwie nichts. Graffiti. Nice. Vielleicht hätte das nicht so obvious machen sollen, aber okay. Brüderliche Extremität. Unbeachtete Warnung. Ja, zwei Sachen haben wir übersehen. Schmieriger Schleim, weiß ich ja. Das ist ja der Benzinfleck. Aber Porträt der Überlebenden? Wollte man das denn machen können? Im Haus wahrscheinlich. Verdienstauszeichnung. Berlin an James Amber. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. Oh yeah.
James sure keeps lots of files on people. Ja, die ist leider zu, ne? Also der Schlüssel ist safe in der Statue drin, oder? I'm gonna be able to smash my way through this one. Hopefully ja. There's a key around somewhere. Ich schätze, der ist in der Statue. Computer, bitte. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Es reicht, James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei von deinem hohen Ross gefallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es, Sarah. Alles klar. Er hat also irgendwie noch geschickt. Okay. Die Beweise kann ich nicht angucken, okay. Also bring irgendwie nichts anzugucken. Aber der Pokal. Found you. Dachte ich mir doch. Mikey. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew sagt viel Glück da draußen. Danke, ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Du bist stärker als alles. Oh. Hoffentlich. Wir haben eine neue Seite. Ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst, bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an einen Stuhl geklebt und doch fallend, still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren, sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es, war komisch, bei Rachels Vater zu sein und irgendwie angenehm. Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mikey. Ich muss sagen, ihre Familie ist echt klasse. Okay. Ja, deren Familie ist echt klasse. Ja, gut. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. Oh yeah. Welcome to Shadyville. Dass wir die jetzt auch noch öffnen müssen, anstatt dass sie halt automatisch aufgemacht wird. Nein. Ach. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Uiuiui. Das heißt, du kannst mir mit einem Problem helfen. Grenzen werden überschritten, wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Krillappe. Wie sie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Aber wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich darum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr besser Manieren bei. Nichts. Ich schätze, du willst es nicht mehr erledigt haben. Damon Merrick. James is working with Damon Merrick? What? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me?
Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder ein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Noch nicht. Shit. What do I say? So zuerst. Ich weiß, dir ist das alles neu. Also lass dich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. James sure keeps lots of files on people. Ach, meint er... Nee, das meint er, wie es aussieht, auch nicht. Vielleicht meint er ja... Ah, die Briefe. Warte mal. Ich konnte doch gerade die Briefe. Hier, ja. Briefe. Sarah sent all these letters. And James never gave them to Rachel? That's so messed up. An meine Rachel. Mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass sich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen. Auch, was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gerne versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. In Liebe, Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem. Wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren. Außer dir, ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid. Falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorne anfangen. Ich will es, mit all meiner Macht, in Liebe, Sarah. Alter. Wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann, weil er sich bewegt. Es ist nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, dass es wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. In Liebe, Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Acadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg, Sarah.